mit 28 mein erster Langstreckenflug nach New York. Ich bin total aufgeregt. Und als die Sicherheitsmaßnahmen erklärt werden, passe ich auf wie ein Flitzebogen. Atemmaske, Schwimmweste, Brace, Brace! Und ich hasse alle Leute, die gelangweilt an die Decke starren. Besonders die an den Notausgängen. Mein Leben liegt in ihrer Hand und Hebeltechnik. Und dann fliegen wir los. Beim Start weine ich, kralle meine Fingernägel in meine Schenkel und bitte um Alkohol. Die Stewardess faselt was von: Wir müssen erst eine Flughöhe von 33.000 Fuß erreicht haben, bevor Getränke ausgeschenkt werden. 33.000 Fuß? Wollen die mich verarschen? Wir hängen in einem 42.000 Tonnen schweren Eisenvogel 33.000 Fuß über dem offenen Meer? Ach, Meer, Ozean, Gewässer von biblischem Ausmaß. Und das Ding, das macht ja nicht so. Nein, das hängt da einfach so. Und erzählt mir doch nichts von Auftrieb, ja? Ich glaube nicht an Gott. Wieso sollte ich an Auftrieb glauben? Ja, stellt euch mal die Frage, was haben Gott und Auftrieb gemeinsam? Ja, beides kann man nicht sehen, aber die Menschen, die daran glauben, versichern mir, dass es das wirklich gibt, finde ich jetzt nicht besonders überzeugend. Ich schmeiße mir Tabletten ein, spüle sie mit meinem selbst mitgebrachten Jägermeister runter und hole meine Zigaretten raus. Vielleicht hilft Nikotin. Die Stewardess eilt zu mir. Sorry, ma'am, this is a non-smoking flight. Und ich so, warum? Im Angesicht des drohenden Todes kann ich ja wohl selber entscheiden, ob ich meine Lungen schädige oder nicht. Yeah, sorry, ma'am, but there are other passengers too. Und ich so, ja, aber die sterben doch auch gleich alle. In dem Moment gehen die Triebwerke in Flammen auf. Puh, die Atemmasken fallen von der Decke. Alle beten und weinen. Und ich zünde meine Zigarette an und sage, ich hab's euch doch gesagt. Und dann stürzen wir schon ins Meer. Ich bin die einzige Überlebende, weil ich aufgepasst habe, als erklärt wurde, wie die Schwimmwesten angelegt werden. Und ich schalte ordnungsgemäß mein Blinklicht ein und bin ganz zufrieden mit mir. Lebend im offenen, großen, tiefen Meer. Das ist der Moment, wo Angst Nummer 1 wieder ins Spiel kommt. Angst Nummer 8, Südamerika. Malaria, Tollwut, Denguefieber, Anacondas, Piranhas, Spinnen, Farg, Raubmord, Heroin, Kokain, Geldwäscherei, Mafia, schlechter Brandschutz. Muss ich noch mehr aufzählen? Also ich wundere mich da immer, wenn da einer von diesen Rucksacktouristen lebend zurückkommt.